Und es geht weiter an dieser Kreuzung. Ich war im gerade dabei, nach rechts zu gehen, also hier lang. Bis ich den letzten Part dann doch beendet habe. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier. Oh, ein Zettel. Wieso muss ich auch noch lesen? Wo? Die zerbrochene Kugel. Ist alles verloren. Ich muss noch mal von vorne beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgefunden habe, hängen meine Forschung von ihr ab. Der Vorfall mit Willem hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend gefangen zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in 6 Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, aber habe es aber nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen. Es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen, und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens. Und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Tja. We don't know. Hinter ist nichts. Kann ich mir auch diese Rüstung anziehen? Obwohl, nee. Wäre kontraproduktiv, dann wäre ich noch langsamer. Irgendwelche Aufzeichnungen? Nö. Was haben wir hier? Figuren? Nichts. Da auch nichts. Eine Opferstelle. Ein bisschen Öl. Ah, Opferstelle. Ey, das war doch mal wenigstens ein kreativer Vorschlag. Und dann ist hier nicht mal was. Nee. Dummes Spiel. Gut, vielleicht muss ich hier später was machen. Also auf die andere Seite. Vielleicht haben wir da noch irgendwas, was uns weiterhilft. Und da geht's auch noch weiter. 6 Teile sollen hier irgendwo sein. Das ist eine ganz schöne Menge. Ich finde das immer noch cool gemacht hier. Muss ich einfach mal so sagen. Die Tür ist zu. Ob das ein gutes Zeichen ist? Rhetorischer hätte die Frage nicht sein können. Feinde? Einmal Teer? Da oben ist ein Zunderbüchse. Was steht da? Ein Titel? 12th of August, 1839. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed, I shall be ready. Okay. Ey, jetzt wird dieser Krach noch immer lauter. Oh Gott. Es lässt sich nicht bewegen. Okay. Dann nicht. Aber wie extrem laut das da war.
Gut, fehlt nur noch ein Weg erstmal. Wenn nicht, muss ich zurückgehen. Da war ich noch nicht, oder? Ja, da ist das große Tor, also auf nach da. Wenn nicht, muss ich die Maschine da, bla, blub, und die beiden Tore gehen hoch. Vermute ich. Ich habe keine Ahnung. Eine schwere Tür blockiert den Weg und... Aha. Was leuchtet dahinter? Die Tür ist auch nur halb... What the hell? Ein Doktor hat eine Glatte... Was? Ah! Die Kugel ist dafür da, dass das dann ausge... Ah. Gut. Heißt, ich darf doch den Weg wieder zurückgehen. Yay. Gut, konnte man nicht wissen. Woher auch. Ich spiele sehr blind. Also, wenn man das Spiel kennt, dann kann man es wissen. Ist das Guildtime mit Missing Dan? Sent me that letter asking for help, and this is how you repay me? How dare you? Er weiß, dass ich hier bin. Der Alexander. Na doll. Ist das Vieh nicht hier unten? Ist im Nirvana verschwunden? What the hell? Ist mir auch egal. Will's gar nicht wissen. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte, war mehr als sein Verstand ertragen konnte. These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Das Tor zu machen. So. Mann, oh Mann. Machen wir hier mal eine Dings an, dann zittert er nicht mehr so. Was ist da something else? There was my pupil. My pupil. Yes. I do take halt die Klappe. Is it so wrong? So, gucken wir mal, ob die Maschine jetzt geht. Das sieht doch eh alles nicht nett hier aus. Ja, Axion, du brauchst nicht schreiben, dass es umso netter aussieht, umso dumm. Ach, umso netter ist, wenn es umso weniger nett aussieht, so. Ich weiß noch das letzte Mal, als ich irgendwie sowas gesagt habe. Dass du gesagt, genau gesagt hast. Also ich finde, das ist genau so das Gegenteil da. So. Gut. Eine Fliege? Ey. Oh, was ist das? Die war auf dem Bildschirm, oder? Habt ihr die auch gesehen? Ey, ich werd schon paranoid. So. So, die beiden Tore sind jetzt offen. Ob das ein gutes Zeichen ist? Ich denke nicht.
Aber mal sehen. Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Okay, er weiß, dass ich hier bin. Er weiß, was ich vorhab. Aber wie spricht er zu mir? Machen wir mal die Tür zu. War hier nicht gerade eben noch mehr Licht? Ach, keine Ahnung. So. Was there something else? Yeah, the doors open? Good going. I knew you could do it. Ja, das habe ich geschafft. Nun weiß ich wieder nicht, ob das gut oder schlecht sein soll. Gut oder schlecht ist so. So, dann drehen wir mal hoch. Hier unten sehe ich gar nichts. Kann ich den da benutzen? Nein. Ah! Moment. So. So, und hoch damit. Reste aufgehoben. Was ich damit mache, ist die Frage. Kann nicht kombiniert werden. War klar. Ich weiß nicht, was ich damit mache, aber es scheint richtig gewesen zu sein. Was haben wir da? Querschiff. Gucken wir erstmal, was wir auf der anderen Seite noch haben. Ah, you again. I found the Mithraism once. While which had not been plundered. Do you know Mithraism? I suppose it doesn't matter. It is an old thing, building temples out of caverns. The Dark Walls being the universe, and inside are its followers. Humans watching the sky slowly turn. But the followers do have one thing to allow them a real sense of connection, creation. The orbs. Mm-hmm. Interesting. Entweder ich verschwende viel zu viel Zunderbüchsen oder es ist momentan eh so ziemlich Rain. So. Kann man hier nicht irgendwie was anzünden? Ist noch viel zu dunkel hier drin. Geht doch. Tür zu. So. Ist da auch wieder sowas? Ja. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorschläge zu. Während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Hä? Während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen? Irgendwie ist das kein Deutsch. Na egal. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihre Köpfe, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander,
der ihnen Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gewinnen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahin scheiden, während ich derselbe bleibe. Nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Interesting. Die Zunderbüchse können wir auch nehmen. Können wir mal gucken, ob wir hier was finden. Noch eine Zunderbüchse. Gut. Und den Titel kriegen wir noch vorgelegt. Ohne Witz. Alle, die das nicht mehr hören wollen, diesen Text, können jetzt schon mal abschalten. Ich lese diesen Text noch und dann ist der Part auch zu Ende. Agrippa beeinflusst Bayer. Bayer verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm in Wahrung und meiner Anstrengung an. Und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigt... Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu der jenseitigen Welten. Bayer behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit er auch helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gerne diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Raya sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamter verabreiche. Die giftigen Pilze sollen eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Aha, dafür brauche ich den Altarraum anscheinend. Dann könnte ich seinen Inhalt mit den dementsprechenden Werkzeugen extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass in dieser Welt existiert. Schon allein das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Dekrets der wasserbewohnenden Kern. Ich muss mit Weyer darüber sprechen. Er muss mir ein Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. So. So. Damit steht fest. Da habe ich schon mal dieses Tamta, würde ich sagen. Und beim nächsten Mal machen wir uns auf die Suche nach den weiteren Kugelstücken, nach den anderen beiden Inkredenzien und sehen uns weiter in den Räumen, wo ich noch nicht war. Und bis dahin, ich bin euer K. Indiana Jones.